Danke sehr, Frau Präsidentin. Ich nehme an, Sie freuen sich doch schon bestimmt heute Abend darauf, nach Hause zurückzukehren, in eine gemütliche Wohnung, eine gemütliche Umgebung. Das ist glücklicherweise für die meisten Menschen in Hessen Normalität, aber längst nicht für alle. Menschen, die dies nicht können, erleben eine so drastische soziale Ausgrenzung, wie das für uns wahrscheinlich kaum nachvollziehbar ist. Die eigene Wohnung verlieren, das bedeutet, auf der Straße zu leben oder auf Notunterkünfte angewiesen zu sein. In jedem Fall heißt es, das eigene Leben nicht mehr selbstbestimmt organisieren zu können. Das zeigt auch die zugegebenermaßen wirklich sehr dünne Beantwortung unserer großen Anfrage. Auf 170 Fragen nur 21 Seiten. Das heißt, die Landesregierung weiß wenig über die Lebensrealität und die betroffenen Menschen. Die BAG Wohnungslosenhilfe schätzt für 2018 die Zahl der wohnungs- und obdachlosen Menschen in Deutschland auf knapp 780.000. Die Schätzung für 2019 wird nächste Woche vorgelegt. Man weiß aber jetzt schon, Wohnungslosigkeit betrifft immer mehr Frauen, Familien, Migrantinnen und Migranten. Die Altersspanne wird immer weiter, die Probleme werden vielfältiger. Das Hilfesystem kommt schon lange nicht mehr mit. Und ohne der hohe Einsatz der Ehrenamtlichen, das hohe Engagement von Zehntausenden Menschen, wäre die Realität noch deutlich düsterer. Klar ist auch, dass die aktuelle Corona-Pandemie die Situation von wohnungslosen Menschen deutlich verschlechtert hat. Wie viel Hohn steckt in dieser Bemerkung, in dieser Aufforderung, bleiben Sie doch zu Hause, für Menschen ohne ein eigenes Zuhause? Auch die Forderung, Abstand zu halten und Hygieneempfehlungen einzuhalten. Wie machen Sie das denn, wenn Sie überhaupt keine Wohnung haben und gar keine Möglichkeiten, Abstand zu halten? Die Forderungen, die die BAG Wohnungslosenhilfe in ihrem 10-Punkte-Programm formuliert hat, die werden einfach ignoriert. Und ich fordere die Landesregierung auf, dies endlich einmal wahrzunehmen und aktiv zu werden, um obdachlose Menschen vor der Pandemie zu schützen. Aber die Pandemie trifft ja nicht nur diejenigen Menschen, die bereits wohnungslos sind. Die hessischen Beratungsstellen warnen vor einer neuen Welle von Wohnungslosigkeit. Mit Auslaufen des Mietschuldenmoratoriums stehen Tausende Menschen vor teils horrenden Mietnachforderungen, vor Energie- und Wassersperren, obwohl sich an ihrer wirtschaftlichen Situation ja gar nichts geändert hat. Sie haben immer noch kein Geld, um das zu bezahlen. Das ist ein Fiasko. Sie werden weder den Menschen in Wohnungslosigkeit noch denen, die davon bedroht sind, in irgendeiner Weise gerecht. Dabei sind die Notwendigkeiten doch vollkommen klar. Das Mietschuldenmoratorium muss fortgesetzt werden. Zwangsräumungen, Energie- und Wassersperren müssen verboten werden, um die Existenz der Menschen nicht zu gefährden. Und natürlich müssen Land und Kommunen endlich ein Programm auf den Tisch legen, wie Menschen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit durch die Pandemie kommen können. Wir brauchen einen Plan, um die überfüllten Gemeinschaftsunterkünfte zu dezentralisieren und eine menschenwürdige Unterbringung sicherzustellen. Wir brauchen mehr Raum für Notschlafplätze in diesem Winter. Der steht vor der Tür. Wir brauchen den garantierten Zugang zu Waschräumen, zu den mindesten Sachen, Hygieneartikeln, Masken und die vielen anderen Sachen, die eigentlich schon seit März gefordert werden. Ich fordere Sie auf. Schauen Sie nicht länger weg, legen Sie endlich ein Maßnahmenbündel vor, um Wohnungs- und Obdachlosen durch die Pandemie zu helfen. Doch auch ohne Corona wäre die Situation der Wohnungs- und Obdachlosen in Hessen desaströs. Was wissen Sie denn wirklich über die Situation der Menschen? Ich habe Ihnen ja gerade die dünne Antwort auf die Anfrage gezeigt.
Wenn man aber nichts weiß, dann kann man auch gar keine Unterstützungsangebote tatsächlich formulieren. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum sich die Hessische Landesregierung weigert, entgegen ihrem eigenen Koalitionsvertrag eine Wohnungsnotfallstatistik zu erheben. Sie verweisen auf die bundesweite Erhebung, aber nur Ihnen haben ja die Wohlfahrtsverbände deutlich gesagt, dass die massive Lücken hat und da nur ein Teil der Betroffenen tatsächlich gezählt werden. Und da finde ich es wirklich beschämend, dass wir als Opposition Sie an Ihren eigenen Koalitionsvertrag erinnern müssen und Sie auffordern müssen, diesen auch ernst zu nehmen. Horrend steigende Mieten, Wohnungsknappheit, gerade von bezahlbarem Wohnraum und der Rückgang von Wohnungen mit Mietpreisbindung haben einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass Menschen in der Wohnungslosigkeit geraten. Oft gibt es natürlich noch weitere Probleme. Aber gucken Sie sich doch einmal alleine die Zahl der mietpreisgebundenen Wohnungen in Hessen an. Es gibt nur noch knapp 80.000. Wie sieht aus die Bilanz von Schwarz-Grün? Innerhalb von 6 Jahren gibt es 31.000 Wohnungen weniger, die in der Mietpreisbindung sind. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns doch von zunehmender Wohnungslosigkeit doch gar keine Gedanken machen. Das ist doch nachvollziehbar. Und die politischen Verantwortlichen im Bund und Land, das Bund ist da auch nicht aus der Sache raus, die lassen die Kommunen, die engagierten Menschen in diesen Bereichen, natürlich auch die Betroffenen im Stich. Und es braucht ein Landesprogramm, um auf dem bestehenden Wohnungsmarkt wieder mehr Belegungsrechte als Kommunen zu erwerben. Neubau kann jetzt nicht alleine die Lösung sein. Wir müssen auch an die Bestandsmieten heran. Wir brauchen einen Mietendeckel, so wie ihn Berlin vorgelegt hat. Wohnen ist ein Menschenrecht, und es darf nicht sein, wie in Teilen des Rhein-Main-Gebietes, dass man 40, 50 oder sogar 60% seines monatlichen Einkommens für Wohnen bezahlen muss. Natürlich trifft das Menschen im Sozialleistungsbezug noch viel stärker. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nach einer Anfrage der LINKEN im Jahr 2018 ist es in meinem Main-Taunus-Kreis so, dass 25% der Bedarfsgemeinschaften im SGB-II-Bezug das Geld nicht für die Kosten der Unterkunft ausreicht. Sie müssen also noch zusätzlich von Ihrem normalen Geld, Ihrem Lebensunterhaltsgeld, draufzahlen, um Ihre Miete zu bezahlen. Also, das heißt, der normale Lebensunterhalt ist schon nicht zu organisieren. Und warum? Weil seit 2010 hat der Main-Taunus-Kreis die Kosten der Unterkunftssätze unverändert bei 8 Euro festgelegt pro Quadratmeter. 8 Euro Kaltmiete im Rhein-Main-Gebiet, ja, das ist illusorisch. Bei Bestandsmieten, bei Neumieten, Anmietungen ganz klar. Damit drängen Sie Menschen ins soziale Abseits und langfristig auch in die Wohnungslosigkeit, weil irgendwann klappt dieses System nicht mehr. Und hier dieses menschenfeindliche Hartz-IV-System mit seinen Sanktionen, mit seinen wesentlich zu geringen Regelsätzen und den viel zu geringen bemessenen Kosten der Unterkunft muss endlich überwunden werden. Aber auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht auf Bundesebene oder im Bundesrat dazu aktiv werden wollen, was wir von natürlich sehr schwer befürworten, tun Sie zumindest etwas in Hessen zusammen mit den Kommunen. Und ich gebe Ihnen dafür nur 2 Beispiele. Die wirkungsvollste Maßnahme, um Wohnungslosigkeit zu verhindern, liegt ja in der Prävention von Wohnungslosigkeit. Deswegen fordern wir flächendeckende Wohnungssicherungsstellen in Hessen. Projekte wie die neue Wohnraumhilfe in Darmstadt zeigen, wie gut das funktioniert. Und in anderen Bundesländern gibt es das ja auch. Viele Menschen schämen sich ja in ihrer Not, auch sich an Behörden zu wenden und sind mit der Situation überfordert. Und deswegen ist es notwendig, dass bevor ein gerichtlicher Räumungsbeschluss ergeht, dass mit den Menschen gemeinsam nach Lösungen gesucht wird und dass die Wohnung erhalten bleibt. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass
oder ein zweites Thema ist, dass Wohnungslose immer noch meistens in den Kommunen vorwiegend, eigentlich fast immer, als ordnungsrechtliches Problem gesehen werden. Und man versucht nie von staatlicher Stelle zu sehen, welche Kompetenzen, welche Ressourcen die Menschen auch haben. Aber das wäre ja auch entscheidend, um die Menschen zu unterstützen, auch aus der Wohnungs- und Obdachlosigkeit wieder herauszukommen und sie auf diesem Weg zu begleiten. Und ich denke, das ist ein Ansatz, der unbedingt anders werden muss. Und da gibt es das Housing First-Konzept. Das Wohnen, wenn es ein Menschenrecht tatsächlich ist, kann von den Menschen nicht erwartet werden, dass sie vorerst Vorleistungen bringen werden und dann eine Wohnung bekommen. Sie brauchen zuerst eine Wohnung, sie müssen begleitet und unterstützt werden, und ihr Leben muss sich wieder normalisieren. Und da gibt es genau zwei Projekte in Hessen vom Diakonischen Werk in Gießen und im Kreis Groß-Gerau, die so ein Projekt umsetzen. Aber tut die Hessische Landesregierung das dazu? Nein. Die müssen aus Spenden finanziert werden, die sozialpädagogische Begleitung dieser diakonischen Werke, weil das Land keine. Sie begrüßen die Initiativen, ja. Begrüßen haben die Leute ganz wenig, und von ihrem Wohlwollen gar nichts. Tun Sie was, das wäre notwendig. Ich bedanke mich.